Willkommen zu der Zwischenserie des CBM Openings. Wir werden natürlich auch heute wieder die Greet Me's der letzten Woche vorlesen. Ein paar zumindest, die ich mir rausgepickt habe. Und starten einfach mal direkt mit Clash of Death, denke ich, soll es heißen. Wenn ich könnte, würde ich meinen Freunden sagen, dass sie dich abonnieren sollen. Aber keiner meiner Freunde mag Pokémon. Aber bist und bleibst mein Lieblings-YouTube-Bär. YouTube-Bär? Geil, gefällt mir. Danke. Dann haben wir Mainz Torbjörn. Grüß mich, ich finde deine Videos perfekt und könntest du mal deine Sammlung seifen? Wenn ich sie seifen würde, würden die Karten kaputt gehen. Wenn du hoffentlich meinst, dass ich sie zeigen soll, dann kann ich das gerne mal machen. Da haben wir uns ja schon überlegt, ob wir das für das 1000 Abonnenten-Special aufheben, weil es sind ein paar Ordner da. Ja, und da können wir mal alles zeigen, dann haben wir auch genug Zeit für sowas. Aber ich würde sie sehr ungern seifen, also seid bitte nicht ganz enttäuscht. Dann haben wir Pokémon Vater und Sohn und die haben was Schönes geschrieben. Hey Pokémaxi, deine Videos sind echt klasse und sehr unterhaltsam. Deine Videotechnik ist 1A, du hast es voll drauf. Ich weiß, welchen YouTuber meinst. Du meinst? Hust, Röchel. Aber die guten Poketuber haben alle eine Brille. Ich habe nur eine Brille, weil ich schlechte Augen habe. Aber wenn das ein Grund ist, dann freue ich mich, dass ich auch deswegen diese Brille tragen darf. PSSS, ich bin 3 Jahre älter als du. PSSS, mir war einfach danach. Danke. Sehr freundlich. Und der letzte Kommentar, den ich noch rausgepickt habe, ist der Jojo, der übrigens auch heute mit dem CBM dabei ist. Und er hatte mir letztes Mal versprochen, dass ich ein Eis bekomme. Und jetzt hat er geschrieben, wenn ich ihn grüße, dann bekommst du noch ein Eis. Mit 2 Kugeln. PS, bin immer noch Jojo. PS, nur um dich zu ärgern. Ihr könnt euch das letzte CBM anschauen, da habe ich eine schöne kleine Animation reingebaut, genau an dieser Stelle, mit diesem PS, PS, PPS und so, mit einem schönen Zensurbalken hier auf meiner Faust. Schaut es euch einfach mal an und wenn es euch gefällt, dann drückt auch da auf den Like-Button und jetzt starten wir mit dem CBM. Hey, yo, was geht ab? Willkommen, hi, neues Video, habt ihr Bock drauf? Okay, dann fangen wir einfach mal an. Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Maxim, willkommen zu einem weiteren Cards bei Mail Opening. Die Nummer 74 ist am Start. Ein bisschen, maue Woche letzte Woche, muss ich ehrlich zugeben. Ich war nicht so fit, bin auch heute noch ein bisschen angeschlagen. Aber wir machen trotzdem das CBM, weil das versuche ich natürlich jeden Dienstag für euch zur Verfügung zu stellen. Wir haben 4 Briefe bekommen, die wir uns natürlich anschauen wollen. 2 davon sind Tauschgeschäfte und 2 davon sind Fanbriefe. Also kostenloser Stuff. Schauen wir, was da drin ist. Wir haben auf jeden Fall mit Matteo getauscht. Matteo G13, auch beim Discord zu finden. Wir haben mit Jojo getauscht. Den hatten wir schon letztes Mal mit dabei. Und 2 Briefe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von wem die sind. Ich weiß nur, dass der aus der Schweiz kommt. Und hier steht nicht viel dabei. Okay, dann fangen wir einfach mal mit Jojo an. Schauen, was er uns geschickt hat. Denn es ist sogar ein Bonus mit dabei. Und der macht mich jetzt schon sehr neugierig. Also, schauen wir mal. Das Tauschen läuft nach wie vor sehr gut auf dem Discord. Falls ihr da Bock habt, mal mitzuschreiben, checkt in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu meinem Server. Da könnt ihr mit all diesen Kollegen tauschen, die ihr auch hier in den CBM seht. Ihr könnt auch mit mir tauschen oder mit mir reden oder mit mir mal chatten. Und wäre doch geil. Also würde ich mich sehr freuen. Wir haben einen Brief dabei, den wir auch direkt mal aufmachen und lesen wollen. So, hi Pokémaxi, cool, dass wir nochmal tauschen konnten, hoffentlich können wir dann nochmal tauschen. Lass mich nur wissen, wenn du wieder Level X-Karten hast. Ja, ich kann mich erinnern, ja, so alte Karten und so, das gefällt dir ganz gut. PS, wäre cool, wenn du mir auch einen Bonus dazu packst. Das Dumme ist, ich hab dir deinen Brief ja schon geschickt dann. PPS, hab nur PPS gemacht, um dich zu ärgern. PPS kannst du auf mein Glurak, was ich dir geschickt habe, unterschreiben. Das werde ich natürlich machen und dir zurückschicken. Das heißt, deinen Bonus vom Tausch kriegst du dann jetzt hinterhergeschickt und liebe Grüße vom Jojo. Und du kannst dich an das letzte Video erinnern, wo diese schöne Animation war? Okay, vielen Dank schon mal dafür. Der Bonus ist hier einmal zu finden. Hier haben wir den Tausch, den schauen wir uns als allererstes an. Hier wunderbar gekennzeichnet und wir bekommen ein Lapras GX Full Art. Schöne Sache. Einige haben wieder angefangen, so ein bisschen Aqua Toolbox spielen zu wollen oder halt Lapras spielen zu wollen. Und ich habe nicht so viele davon. Deswegen dachte ich, ich ertausche vielleicht mal ein paar. Und da hat er mir geholfen, der Jojo. Und jetzt gucken wir uns den Bonus an. Wir haben hier erstmal ein Entei. Entei ist auch eine Promokarte gewesen, glaube ich, aus einer Tinbox. Zumindest die Version. Wir haben Durengard, wir haben eine Plasma-Energie, Doppeldrachen-Energie, ein Holo-Victini aus dem neuen Set, Sonne und Mond 2. Wir haben einen Viscogon aus demselbigen Set, genauso wie ein Zenlong Reverse Holo.
Cool, ein altes Promo, Black and White Promo Victini. Das hat auch dieselbe Fähigkeit wie das neue, und zwar Triumphstern. Das ist ganz nice, um die Ergebnisse des Münzwurfs nochmal ändern zu können, wenn man möchte. Dann haben wir hier das ziemlich kaputte Glurak. Das ist echt schade, aber da wirst du auf jeden Fall eine Unterschrift von mir bekommen. Einmal signiert, schicke ich dir das Teil zurück und ich werde auch einfach deine Sleeve benutzen und ich werde auch deinen Top-Loader wieder verwenden. Dann kriegst du das so wieder zurück, plus Unterschrift, plus kleinen Bonus. Okay, cool. Das heißt schon mal, der erste Brief ist durch. Der erste Tausch damit auch. Dann machen wir weiter mit Matteo. Bei Matteo weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, was wir getauscht haben, aber das ist ja schon ein bisschen her. Trotzdem gucken wir direkt mal rein, was wir hier so finden. Wir haben einen Brief dabei. Auf dem kleinen Zettel hier steht: Hi Maxi, danke für den Tausch, da ich die Karten ja dringend für das Deck brauche. Ich hoffe, dir gefällt der Bonus. Ich finde deine Videos super und ihr könnt ihn hier finden, auch auf dem Discord, so heißt er dann. Kannst du Dominik und Nigo grüßen? Ich denke, es heißt Nigo. Keine unanständigen Dinge auf meinem Kanal, okay? Dominik und Nigo, schöne Grüße von mir und von eurem Kollegen, vom Matteo G., Matteo G13, ja, ihr wisst ganz genau, wer er ist und ja, viel Spaß. Dann haben wir hier ein paar Karten, haben wir das Wasserpflaster, wir haben nochmal einen Zenlong und ein Meteno als Holokarte. Sehr schöne Karten aus dem neuen Set, ich muss echt sagen, die sind toll geworden. Und hier ist einmal das Maho als wunderschöne Full-Art-Version, das Maho, die Maho. Eine deutsche Version und wir haben auf der Rückseite hier auch noch ein Caputoro GX, das ich noch für ein Deck gebrauchen könnte. Ja, wenn ich dann ein Caputoro wieder spiele, dann wäre es wahrscheinlich doch nicht verkehrt, drei davon zu spielen. Entweder mit dem Donarion GX zum Beispiel oder mit dem normalen Donarion und der Fähigkeit, dass man da die Energien wieder anlegen kann. Oder im bereits bekannten Deck mit dem Mantidea GX. Vielleicht auch lieber drei spielen, noch mehr Main-Attacker haben. Da war ich mir noch nicht ganz sicher und deswegen habe ich mir lieber mal noch eine dazu geholt. Maho ist ganz speziell dafür das neue Zoroark, das kommen wird, das Zoroark GX, das sehr, sehr cool ist und da eine echt starke Combo aufs Feld legt. Und macht euch da schon mal was gefasst, weil das wird richtig spannend. Gut, dann Fanpost Nummer 1 aus Magdeburg, weiß ich nur. Fanpost Maximal oder Maximail, ich nenne Maximal muss es sein. Schauen wir einfach mal. Der war nicht zugeklebt, interessanterweise, hat es aber trotzdem überlebt. Und der Inhalt scheint auch noch vollständig zu sein. Da gucke ich mir mal den Boni an. Dann, jawohl. Okay, wir haben hier, vom Tom haben wir was bekommen. Schaut euch das mal an, das ist süß. Das ist ein Pikachu, ein süßes Pikachu. Liebe Grüße vom Tom. Und es geht noch weiter. Ach du Schande. Ah, was ist das denn? Okay, Maxi setzt maximale Unterhaltung ein. Hey, ich bin kein Pokémon, aber anscheinend doch. Pokémon maximal, das ist ja geil. Go Maxi, das soll wahrscheinlich der... Ist das der... Ist das mein PC oder ist das ein Briefkasten? Ich denke fast... Oh. Das schaut ja geil aus. Ich habe sogar echt eine Brille auf und habe meinen Bart nachgemalt, ja? Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr, sehr geil. Sowas habe ich ja noch nie bekommen, dass jemand mich gemalt hat. Also falls ihr künstlerisch begabt seid und Interesse daran habt, vielleicht mal dieses Gesicht mit Bart oder mit sowas hier, mit einer Cabby zu malen, macht es einfach. Weil ich finde sowas immer sehr, sehr geil, wenn jemand so talentiert ist und sowas malen kann, weil ich kann das halt echt nicht gut. Fanpost, danke an dich und an die Nice Community. Ich wollte mich mal erkenntlich zeigen und hab dir Fanarts, Karten und Boni reingepackt. Liebe Grüße, Tom der Gamer. PS, die Evolutions sind maximal 50 Cent bis 1 Euro wert. PPS, wer macht sowas? PPS, ich höre auf damit. PPS, du bist... Du liest nicht mehr, oder? Ich lese alles, was ihr... Du... PPS, ich hätte das... Es immer eins mehr setzen sollen. Quelle Discord, Pokémaxi YouTube. Mann, Mann, Mann. Sowas ähnliches habe ich ihm geschrieben, weil er angefangen hat mit PPPS und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich das liebe, wenn jemand sowas schreibt. Das ist so bescheuert. Warum machen Leute das? Aber gut. Danke trotzdem, Tom. Wir schauen uns noch deinen Bonus an mit Schmerbe als Reverse-Holokarte. Wir haben ein Tektas. Krass, Leute. Warum schickt ihr mir so viele coole Holokarten? Das ist ja geil. Wir haben Rockheimer, wir haben Hopsprossh,
Professor Eichs Tipp, leider nicht so eine gute Karte. Ich dachte damals, die könnte so cool kommen. Anorid, wir haben den Hyper Highlights Reversal, ein Hytera Prime. Mit Pflegesegen und Stärke. Und ein koreanisches Firnontor EX. Das schaut ja auch ziemlich geil aus. Man muss sagen, man darf sie zwar hier nicht spielen, weil die nicht unsere Regionalsprache ist. So koreanisch, japanisch, ne, gibt es bei uns nicht. Aber teilweise schauen die Farben oder die Holo-Effekte bei diesen asiatischen Karten echt besser aus. Wobei die ja schon recht billig sind, verhältnismäßig, oder? Ich glaube, koreanische Booster waren mit Abstand die billigsten, wenn ich mich nicht irre. Könnt ihr mir nochmal in die Kommentare schreiben, aber ich habe mir nie welche kaufen wollen. Wenn überhaupt japanisch, weil das ja der Ursprung ist, aber koreanisch fand ich nicht so geil. So, und der letzte Brief, der kommt aus der Schweiz und der war auch interessanterweise hier in der Seite schon ein bisschen offen. Dann machen wir doch einfach hier direkt weiter, weil einfach. Gucken, was hier noch enthalten ist. Ich glaube, hinten habe ich vergessen, die Adresse wegzustreichen. Dann gucken wir. Kannst du noch beide Pikachu unterschreiben, bitte? Jawohl. Alles klar, ich sehe schon, es wird wieder eine Session geben. Oh, da ist der Brief. Hi Maxi, hab dir Karten zugeschickt, machst tolle Videos. Ich wünsche dir Glück für deine YouTube-Karriere. PS, hast bald 900 Abos. Kannst du noch beide Pikachu unterschreiben, bitte? Genau, da war der Knick. Da habe ich es nicht gesehen und hier haben wir wieder ein bisschen Papier zum Schützen der Karten. Heißt für mich wieder Schmierpapier. Wo ist meine Schublade? Hier ist meine Schublade und da ist er weg. Der Batzen, den kann man wieder benutzen für was Lustiges. Ne? Immer wieder Notizen schreiben oder vielleicht um andere Karten wieder einzupacken. Ich denke so rum. Ha. Wir haben einen Psyduck, wir haben Litten, wir haben Trumpbeak, Koffing, Charmeleon. Und nochmal ein Charmeleon. Oh, nice. Sind alles Karten hier aus dem Evolution-Set noch gewesen. Und alles englische Karten. Wundert mich, dass du englische Karten hast. Aber gut, in der Schweiz kriegst du ja beides, denke ich. Ne? Deutsch und Englisch, also kein Problem. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und ich werde dir natürlich das Pikachu. Moment. Kannst du noch beide Pikachu unterschreiben? Hast du mir vergessen, die Pikachu zu schicken? Oder wolltest du von mir welche haben? Muss ich da nochmal gucken. Alles klar, aber hier war jetzt kein Pikachu dabei. Strange. Alles klar, Freunde. Okay, das war's dann wieder vom Cards by Mail Opening dieser Woche. Das war die Nummer 74. Ja, auch da gehen wir Richtung 80, 90, 100 und schauen, was dann passiert. Abonnentenzahl. Wir sind schon wieder auf dem Weg zu 900. Ich glaube, wir sind schon über 993. 893. Fast. Und das heißt, es wird dann bald wieder Zeit für ein Special und eventuell weiß ich sogar schon, was wir da machen werden. Ihr werdet es erfahren, wenn es soweit ist und bis dahin würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann drückt auf den Like-Button, drückt auf den roten Button, wenn ihr neu dabei seid, dann abonniert ihr den Kanal, seid auch beim nächsten Mal mit dabei und ich freue mich schon auf die nächste Runde und wünsche euch bis dahin wie immer sehr viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Ciao, ciao.